Hallo von der Meerschweinchenfarm.at. So, ich will gar nicht zu laut schreien. Meine Leser sind eingeschlafen, also meine Zuhörer. Ihnen gefällt mein Buch traumhaft gut, sie sind voll entspannt. Verstehe ich überhaupt nicht, weil es geht darum, wie man sich neuen Mut antrinkt. Ah, drum in der Kneipe ist eh schon umgefallen. Okay, Mut antrinken geht aber nicht so, rauche ich. Egal. So, dann lesen wir jetzt einmal weiter, wie man sich neuen Mut antrinkt. Aus dem Buch, tada, macht mächtig prächtig, Lachen stinkt nicht, vom kleinen stinkig zum angesagten Superhelden. Auf www.meerschweinchenfarm.at bzw. mit dieser, scharf stellen, ISBN, ich lese euch das vor, 9783902821478. So, dann werfen wir sie einmal in Szene. Hau, hopp. So, nicht ungeschickt sein, Birgit. Gut. Wie man sich neuen Mut antrinkt. Tatsache war, dass Mr. Wickwick zu der Zeit, als er sich so alleine sah, seine Herztüre fest zugesperrt hatte. Da war es kein Wunder, dass die Sehnsucht an ihm nagte, wie es eben nur echte Nager tun konnten. Und wie sie an ihm nagte. Herzauers brennen in der Seele wie Feuer. Das wollte ich auch noch sagen. Gerade als das Meer der Traurigkeit dabei war, ihn zu verschlucken, schnappte er panisch nach Luft und schwere Schnauftöne kamen herausgestürmt. Diese wilden Attacken, die sich anfühlten wie das Schlagen hoher Wellen, fingen auf einmal an, ihn wie wild zu boxen und über ihn herzufallen. Das ist meine Schuld, dachte er und meinte, dass er es wohl nicht besser verdient hatte. Als Mr. Wickwick gedacht hatte, da wäre nichts mehr mit ihm anzufangen, hörte er Mrs. Wickwick aus dem Himmel zu ihm reden. Hab keine Angst, ich fang dich auf, wenn du noch tiefer sinkst. Und wenn du glaubst, dass du nicht mehr auf die Beine kommst und im Meer der Traurigkeit ertrinkst, dann erst recht. Natürlich war nicht gleich alles vergeben und vergessen, aber nach einiger Zeit konnte man endlich wieder seine Beine am Boden sehen und er fühlte sich besser. Nach und nach begann das Feuer in seinen Augen zu leuchten und die lauten Tränen platschten ganz unglaublich leise. Er fand, dass es schwer war, aufzuhören, das zu denken, was er vorher gedacht hatte. Und sicher ist es schwerer, nach oben zu fliegen, als sich tief sinken zu lassen. Aber dann wurde es sein bestes Kunststück. Und das möchte ich auch noch sagen, diese beiden Stimmen im Kopf. Die eine Stimme, was immer sagt, sei das ist alles ungerecht. Und die, was sagt, und lass dir das nicht gefallen und sei ja nicht so blöd und was weiß ich was. Und die Welt ist gemein und die Welt ist bla 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 bla. Du gewinnst und du bist der Stärkste, wenn du der Beste bist. Die hält nicht durch, die kann nicht durchhalten. Die Liebe ist der Rettungsanker. Wir müssen gar nicht allein sein. Und wie man seinen zweiten Geburtstag feiert, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, jeder von euch feiert einmal seinen zweiten Geburtstag. Nicht, wenn was Schlimmes passiert, sondern jeden Tag sollte man seinen Geburtstag feiern. Also dann, Emily, gehen wir Geburtstag feiern und trinken uns neuen Mut an. Ja.